Wir haben einen massiven Anstieg der Ausländerkriminalität auf allen verschiedenen Bandbreiten, in allen verschiedenen Segmenten. Also lassen Sie die Finger vielleicht besser davon und lassen Sie den Markt endlich mal seine Arbeit machen. Wir führen zu noch mehr vergeudeten Steuermilliarden. Das ist doch die richtige Gleichung, die wir hier haben. Ist es so, dass wir uns quasi im Tandem den Handel kaputt machen? Das Schlimme ist, dass hier nicht nur die Meinungsfreiheit mittlerweile auf dem Spiel steht, sondern auch die Gedankenfreiheit. Ich kann vor dem Weiterbeschreiten dieses Weges nur warnen. Ja, liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von The White Old Man's Weekly. Ich weiß, dass das natürlich eine sowieso immer kontroverse Sache ist, von weißen alten Männern zu sprechen, aber jetzt ist es nun mal so, dass es eine Begrifflichkeit geworden ist, die quasi für kritisches Denken steht. Auf diese Begrifflichkeit wollen wir jetzt aufsetzen und wir werden aber auch ständig versorgt. Das darf ich wohl auch so sagen. Also wir fragen uns natürlich, haben wir bis zur nächsten Woche wieder 5, 6, 7 Themen, über die wir diskutieren, resonieren und lachen können. Und ja, jedes Mal, wenn wir uns hier wieder zusammenfinden, ist es der Fall. Also wir müssen eigentlich nur so durch die News klicken, müssen die Zeitung lesen, müssen so mal gucken, was die Mainstream-Medien auch so auflegen. Oder wir gehen durch Twitter oder Facebook und die liefern zuverlässig. Und wen meine ich mit die? Unsere politische Klasse, unsere Regierung liefert zuverlässig einen Klopper nach dem anderen. Und auch heute haben wir wieder ein Potpourri mitgebracht, wo man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll oder beides. Christian, was haben wir denn da alles hier auf dem Tische liegen? Eine bunte Auswahl. Wir starten nämlich heute wieder mit unserem Lieblingsgast, nämlich Nancy Faeser. Es gibt nämlich hier neue Zahlen zur Ausländerkriminalität. Diese sollen ja heute im Laufe des Tages vorgestellt werden. Aber man muss ja sagen, wir glauben ihr kein Wort. Und zwar aus welchen Gründen? Es ist offensichtlich. Was da heute vorgestellt wird, ist nicht mehr zu leugnen. Wir haben einen massiven Anstieg der Ausländerkriminalität auf allen verschiedenen Bandbreiten, in allen verschiedenen Segmenten. Sie wird heute Abend versuchen, das Ganze zu touchieren. Sie wird hergehen und wird hier, wie man auch sieht, Corona als Ausrede für explosionsartigen Anstieg der Jugendgewalt nehmen. Sie wird auch hergehen, dass die Lebensrealitäten und die Gewalttraumata sollen als Erklärung dienen. Sie möchte das Ganze vertuschen oder sie möchte es letztendlich schönbiegen. Markus, ich gehe mal davon aus, dass du das auch erwartet hast. Ja, also es überrascht mich jetzt in keiner Weise, denn was unsere Kriminalitätsstatistik angeht, gilt Captain Kirks wichtigster Satz. Faeser auf Betäubung. Der meinte natürlich nicht unsere Bundesinnenministerin, sondern der meinte was anderes. Aber was wir hier vor uns sehen, ist im Grunde genommen eine nicht mehr zu leugnende Statistik und eine nicht mehr zu leugnende reale Entwicklung im Leben, die uns berührt. Ja, junge Frauen und Frauen generell können ja nachts nicht mehr auf die Straße gehen, ohne Angst zu haben. Ja, auch wenn uns unsere Mainstream-Medien erzählen, dass junge Frauen, die einen Park betreten, vor allen Dingen vor AfD-Mitgliedern Angst haben müssen. Ich stelle mir das gerade mal so vor, wie also so eine Frau nachts im 12. durch den Park geht und sich denkt, hoffentlich kommt mir jetzt kein AfD-Mitglied entgegen. Dieses, wir biegen uns die Realität so hin, das ist jetzt eine Notwendigkeit geworden. Man sieht es aber nicht nur an dem, was unsere Politiker tun und sagen, sondern man sieht es vor allen Dingen auch an dem, was unsere weisungsgebundenen Staatsanwaltschaften mit der Ausländerkriminalität tun, und zwar besonders mit der Schwerstkriminalität in dem Bereich. Wenn irgendwo jemand erstochen oder abgemessert wird oder wie neulich ein 4-jähriges Kind im Supermarkt mit dem Messer angegriffen wird, dann können wir uns auf einen bestimmten Ablauf der Dinge schon verlassen. Zuerst mal wird von einem Mann gesprochen. Also Mann greift Kind an, Mann greift Frau an, Mann tut das. Ja, also man weiß dann schon, dass es Fritz oder Hans gewesen sind. Und kurze Zeit später stellt sich also raus, es waren doch nicht Fritz oder Hans, es war nicht auch ein Mann, sondern mit einem Mann war, das ist der Code. Also man würde fast sagen, es ist sowas wie ein Verschwörungscode. Ja, wenn man ein Schwurbler wäre, dann ist es der Code dafür, dass es sich um einen handelt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit sich gar nicht legal im Lande befindet. Ja. Und der sich als Ergebnis der Politik von Frau Merkel und ihrer Nachfolgeregierung der Ampel und dort insbesondere vertreten durch Frau Faeser im Lande befindet, weil es einen Unwillen gibt, irgendwelche Leute, selbst Kriminelle, abzuschieben. Wir hatten ja mal die Ankündigung vom Herrn Bundeskanzler Scholz, dass es jetzt eine Abschiebeoffensive oder ich weiß gar nicht genau, wie er sich damals ausgedrückt hat, geben solle. Oder Massenabschiebe, hat glaube ich sogar von Massenabschiebungen geredet. Abschiebeoffensive. Er hat aber Glück gehabt, dass nur das Publikum im Fernseher dabei war und nicht korrektiv.
zufällig vorbeigeschaut hat. Aber natürlich wurde daraus nichts. Im Gegenteil, die Grünen haben dann durchgesetzt, dass jeder, der abgeschoben werden soll, noch auf Staatskosten einen Anwalt bekommt, der es dann durch die Instanzen wahrscheinlich bis zum Europäischen Gerichtshof peitschen darf. Fürchterlich, Markus, fürchterlich. Also das ist der Ablauf. Also erst ist es ein Mann, dann wissen wir, dass es nicht irgendein Mann ist, sondern dass wir nach dem Vornamen hätten fragen sollen. Dann im Anschluss daran wird also gesagt, ja, der ist jetzt verhaftet und wenn er nicht gleich wieder auf freien Fuß gesetzt wird, wird er kurze Zeit später für schuldunfähig erklärt. Also schuldunfähig ist das neue unschuldig. Jedenfalls was diejenigen angeht, deren Kriminalität und deren Kriminalitätsstatistik wir als Gesellschaft nicht zur Kenntnis nehmen dürfen. Insofern überrascht das alles nicht. Ja? Das ist Teil eines Narrativs und dieses Narrativ weiß jeder. Jeder im Land weiß, dass dieses Narrativ ein Lügennarrativ ist. Aber wir halten es durch. Also wir müssen es irgendwie, müssen wir den Schein wahren, denn wir sind nicht in der Lage, uns einzugestehen, dass unsere Politik falsch war und weiterhin bleibt. Wir sehen ja jetzt auch hier, also dem Portal der Zeitung News liegt tatsächlich auch schon dieses Papier vor, was heute präsentiert werden soll. Und wenn man sich das mal anschaut, dann wird mir ganz Angst und Bange, denn man möchte hier zunächst darauf verweisen, auf den hohen Zuzug von Ausländern in den vergangenen Jahren. Es müsse die Veränderung der Anzahl Nichtdeutscher in der Bevölkerung insgesamt, insbesondere durch die in den Jahren 2022 und 2023 sehr hohe Zuwanderung aus dem Ausland berücksichtigt werden. Und man sollte ja berücksichtigen, dass die traumatisierten Menschen, die hierher kommen, ein Recht auf Gewalt haben. So kann man es ja nicht anders sagen. Es soll ein Recht auf Gewalt sein, wenn man aus einem, wenn man ein Traumata hat, wenn man aus einem Kriegsgebiet kommt, dann soll das ein Recht auf Gewalt sein. Ich würde sagen, man sollte sich besser darum kümmern, dass die Leute aus ihrem Trauma rauskommen und die Gewalt erst gar nicht anwenden. Und dann geht man auch noch dazu, und das finde ich das Allerschönste, dass man Corona nimmt als Ausrede für den explosionsartigen Anstieg in der Jugendgewalt. Wir können mal gespannt sein, Markus, was heute da vorgestellt wird. Ich bin mir relativ sicher, diese Vorprognose hier, die wird treffend sein. Ja, ja. So. Wobei, ich meine, man muss natürlich, diese Ausrede mit Corona, die hat natürlich nochmal ein besonderes Geschmäckle. Denn die Wahrheit ist, dass man unsere Kinder und Jugendlichen mit Lockdowns und Maskenzwang traktiert hat, und auch mit Angstmache und Angstpolitik in den Schulen und Kindergärten traktiert hat, sofern man die Schulen nicht gleich ganz geschlossen hat, um sie ihrer Bildungschancen zu berauben, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass die Gruppe, die davon besonders betroffen ist, nämlich die, wie soll ich sagen, biodeutschen Kinder, ja, denen man das in erster Linie angetan hat, in großem Stil in den Jahren 2020, 21 und 22, dass die nicht rebellisch geworden sind und die Kriminalitätsstatistik tatsächlich nach oben getrieben haben. Denn wenn das so wäre, dann hätten wir nicht einen Anstieg der relativen Ausländerkriminalität, also des Anteils der Ausländer an der Gesamtkriminalität, sondern dann wäre es genau umgekehrt. Das ist das, was wir dann sehen würden, dass die aber trotz des Traktierens durch die Staatsgewalt und durch die Büttel der Staatsgewalt und durch die, die sich zu Bütteln der Staatsgewalt gemacht haben, nicht in der Weise rebellieren, ist eigentlich schon fast wieder ein Wunder. Aber ich stelle mir gerade vor, was hier los wäre, wenn einer aus der Gruppe der sogenannten Biodeutschen die traumatisierende Politik, die an ihm exekutiert worden ist in den letzten Jahren, als Vorwand für Gewalt heranziehen würde, was da los wäre und wie sich Frau Faeser dann aufstellen würde. Das wäre ein interessanter Beobachtungspunkt. Zudem wird es zum Glück aber nicht kommen, weil der Einheimische hier, der neigt nicht so sehr zur Gewalt, jedenfalls im Verhältnis. Das ist richtig, aber wie darf man ja so schön sagen, wir fordern eine Remigration und zwar jetzt und zwar nicht gestern und das ist die einzige Lösung, die man hätte, hier aufzuräumen, vernünftige Verteilung der Strafen, richtiges Durchgreifen und vor allem auch nicht ständig hergehen und die Leute psychisch krank schreiben. Das halte ich für einen massiven Fehler. Aber wie wir so schön wissen, darf man ja nicht mal mehr Remigration sagen. Ja, wobei Alexander Solzhenitsyn hat es ja schon sehr schön erkannt, der im Kommunismus leben musste viele Jahrzehnte, als er gesagt hat, im Kommunismus und im Sozialismus kommen die Kriminellen an die Macht und die Opposition wird kriminalisiert. Also solange sich unsere Innenminister mehr damit beschäftigt, Opposition und Andersdenkende zu kriminalisieren, als Kriminalität zu verfolgen, ist es nur ein Ausdruck der Korrektheit dieses Satzes von Alexander Solzhenitsyn, der sich einmal mehr bewahrheitet. Gehen wir direkt zum nächsten Thema und zwar, es fehlen mindestens 8 Milliarden deutsches Energiewendekonto, wird heute gesprochen vom EEG, ist jetzt im Minus, ja, und zwar steht es schon mit 130 Millionen Euro im Minus.
Das zeigen Daten des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme für den Stand Februar 22. Und das, obwohl das Konto zum Jahreswechsel noch bei 900 Millionen im Plus stand. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht hier nämlich um einen Grund, und zwar für die nötigen Steuermilliarden. Deutschland zahlt den Besitzern von Solaranlagen und Windmühlen einen sicheren Betrag pro Kilowattstunde Strom, die sogenannte Energieeinsparungsvergütung. Problem allerdings ist, je mehr Anlagen es gibt, die alle gleichzeitig bei Wind und Sonne Strom produzieren, desto häufiger kommt vor, dass es eben eine Überproduktion gibt, aber bezahlt werden muss trotzdem. Unfassbar und, wie soll man sagen, mal wieder eine typische Habeck-Aktion. Ja, das liegt daran, dass Herr Habeck sich mit den Naturgesetzen doch sehr schwer tut. Andere tun sich mit der englischen Sprache schwer. Bei Herrn Habeck sind es die Naturgesetze und die Logik, mit denen er in Konflikt steht. Was sind das für Gesetze? Das ist ganz einfach. Die Volatilität der Energieerzeugung von solchen Anlagen, die kann er nicht abstellen. Er tut aber so, als wäre es einfach überhaupt gar kein Problem. Ja? Was bedeutet denn die Volatilität der Energieerzeugung von solchen Anlagen? Das ist einfach sehr einfach erklärt. Wenn es windstill ist, produzieren die nichts. Dann gibt es also auch keine Einspeisevergütung. Dann gibt es aber auch keine Energieversorgung durch diese Anlagen. Wenn der Wind weht, dann gibt es eine Überproduktion, weil zu viele von den Dingern im Lande stehen. Und da wir nicht über Speichermedien verfügen, die diese Überproduktion aufnehmen können, es gibt keine riesige Batterie und es gibt auch keine anderen Speichermedien, die das verarbeiten und ab und dann für den Zeit der Windstille aufheben könnten. Nachdem wir das nicht haben, wird dann diese Überproduktion einfach in den Boden geleitet. Und das Ganze sorgt dafür, dass in den Phasen der Überproduktion die Preise an den Energiemärkten, an den Strommärkten, an den Strombörsen abstürzen, ja, bis zum Teil auch negativ werden. Und dass es noch Leute gibt, die dafür Geld bekommen, dass es dann überhaupt abnehmen. Und das bedeutet also schlicht und einfach, laufen die Dinger nicht, erzeugen sie kein Einkommen. Laufen sie, erzeugen sie zwar ein Einkommen, aber sie erzeugen keinen Wert. Sie erzeugen also keinen positiven Beitrag zur Volkswirtschaft. Der Staat bezahlt aber in jedem Fall. Dieses versucht Herr Habeck dann in der ihm ganz eigenen Logik dadurch zu ändern, dass er sagt, wir brauchen noch mehr Windenergieanlagen, ja, noch mehr von den Dingern. Und ich sag mal so, ich würde ihm ja mal gerne eine nachträgliche Abitur-Mathematikaufgabe stellen. Wenn 10.000 Windräder bei Windstille keinen Strom erzeugen, wie viel Strom erzeugen dann 300.000 Windräder bei Windstille? Ja, Herr Habeck, bitte nicht überanstrengen, aber Sie könnten es ja mal versuchen auszurechnen. Und vielleicht, wenn Sie lange genug darüber nachgedacht haben, kommen Sie drauf, dass Ihr Energiewendekonto niemals ins Plus kommen kann, solange es keine Systeme gibt zur Energiespeicherung. Und diese Systeme zur Energiespeicherung werden niemals entwickelt werden in einer planwirtschaftlichen Subventionsorgie, sondern wenn es solche Systeme je geben sollte, dann werden sie das Ergebnis einer marktwirtschaftlichen Entwicklung sein und eines Innovationsschubs, der nicht vom Staat gesteuert wird, sondern von Privaten. Also ja, lassen Sie die Finger vielleicht besser davon und lassen Sie den Markt endlich mal seine Arbeit machen. Schließlich sind Sie ja Wirtschaftsminister, obwohl man eher den Eindruck haben könnte, Sie wären ein Abwirtschaftsminister. Danke fürs Zuhören. Ich kann mal diese Gleichung vielleicht für dich weiterführen. Ja, noch mehr Windkrafträder und noch mehr von diesem Theater, die führen zu noch mehr vergeudeten Steuermilliarden. Das ist doch die richtige Gleichung, die wir hier haben. So schwer kann das ja eigentlich nicht sein zu verstehen. Von Böhm-Bawerk schon sagte, am Ende im Konflikt zwischen politischem Gesetz und wirtschaftlichem Gesetz siegt immer das wirtschaftliche Gesetz. Nur der Wirtschaftsminister hat es noch nicht verstanden. So sieht's aus. Nächstes Thema, Markus. Und zwar, deutsche Exporte brechen ein, Made in Germany immer weniger nachgefragt. Verglichen mit dem Vorjahresmonat verringern sich die Exporte um 4,4% auf 132,9 Milliarden Euro. Bei den Importen wurde innerhalb eines Jahres ein Minus von 8,7% auf 111,5 Milliarden Euro verzeichnet. Ein Rückgang im Handel mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Februar gingen kalender- und saisonbereinigt im Wert von 72,9 Milliarden Euro in die wichtigste Absatzregion für Waren ein. Das waren 3,9% weniger als im Januar. Unfassbar, Markus. Ich muss sagen, das ist natürlich auch für mich fürchterlich, weil ich habe viele Freunde und auch Familie, die sich mit Import und Export befassen. Das wird uns alle treffen. Und mittlerweile ist es statistisch belegt, es ist kein Mythos mehr, es ist tatsächlich statistisch belegt und jeder, der es leugnet, der sollte mal
richtig recherchieren lernen. Ja, es ist aber auch hier die logische Folge der Politik. Die Exporte brechen ein, weil unsere Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und sie ist nicht mehr wettbewerbsfähig, weil die Energiekosten in diesem Lande auch wieder dank Herrn Habeck explodiert sind. Und diese Explosion der Energiekosten führt dann dazu, dass die Waren teurer werden, dass diese Teuerung relativ zum Ausland auch sehr hoch ist. Und das wiederum bedeutet, dass wir einen Rückgang der Exporte sehen, einen Einbruch unserer Wirtschaftsleistung. Die Wirtschaftsleistung, die dann einbricht, führt dann zu einem Rückgang der Nachfrage und gleichzeitig auch zu einem Rückgang der Importe. Ist es so, dass wir uns quasi im Tandem den Handel kaputt machen? Dazu kommt natürlich noch, dass wir eine Sanktionsorgie losgetreten haben, die den internationalen Handel weiter einbrechen lässt, weil sie nichts anderes ist als Protektionismus in neuem Gewande. Dafür ist allerdings ausnahmsweise nicht Herr Habeck zuständig, sondern seine Kollegin Baerbock und sein Vorgesetzter Herr Scholz. Aber macht nichts. Wir sitzen ja alle am gleichen Kabinettstisch. Ja, die wollen doch jetzt auch Kanzler werden, habe ich kürzlich gelesen. Baerbock und Habeck, die streiten sich um die Kanzlerposition. Ich würde mal erst sagen, die sollen sich darum streiten, wer als letztes aus dem Bundestag fliegt. Aber gut. Ja, also wir könnten ja an das Grüne Parteizentrum in Berlin ein neues Schild hängen. Hier werden Kanzlerlehrlinge ausgebildet. Ja, also mein Vorschlag, wir könnten irgendwo einen Ministaat gründen, irgendwo bei wem im Keller, wo man vielleicht irgendwie so auch so eine Spielzeugeisenbahn aufbaut. Und dann können die beiden da in diesem Takatuka-Land Kanzler üben. Ja, genau. Können wir eine kleine Simulation machen. Ja, so wie bei SimCity oder solche Geschichten. Naja, ja, sowas in der Art. Wenn das Ganze nicht so traurig wäre, muss man ja auch dazu sagen, für mich ist sowas immer sehr traurig. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. Und wenn man sieht, wie es die letzten Jahre stetig nach unten geht, da fällt mir persönlich nichts mehr dazu ein. Haben wir gleich hier wieder etwas sehr Interessantes. Man hat ja jahrelang geschwiegen, man hat jahrelang Leute denunziert, sie drangsaliert, ihnen das Wort aus dem Mund genommen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, in dem ein Ex-Regierungschef, nämlich der Herr Müller, bittet um Entschuldigung für die Corona-Zeit. Er sagt, deshalb kann man, finde ich, auch über eine Amnestie nachdenken. Ist das schon die finale, ich sage es jetzt mal ganz krass, Kapitulation und das letzte Aufbäumen gegenüber der Leugnung der Fakten? Also du tust ihm jetzt da viel zu gut, sag ich mal. Also deine Einschätzung seines Verhaltens teile ich an der Stelle mal ausnahmsweise nicht. Denn was hat er denn gesagt? Also er hat gesagt, eine Entschuldigung für die Corona-Zeit als Ganzes wäre nicht angebracht. Ja, wir haben den ein oder anderen Fehler gemacht hier und da vielleicht mal übertrieben, aber im Großen und Ganzen hatten wir recht. Nein, hattet ihr nicht. Ihr habt vor allen Dingen nicht Unrecht gehabt, ihr habt gelogen. Ihr habt euch nicht geirrt, ihr habt gelogen. Das ist das, was aus den Papieren, die jetzt veröffentlicht worden sind, hier eindeutig hervorgeht. Das ist mal das Allererste. Und das Zweite ist, der gnädige Herr Müller, der möchte ja, der redet nicht von einer Amnestie für die Täter, also für diejenigen, die uns das alles angetan haben, in Verweigerung unserer Rechte und im Brechen des Rechts. Nein, er redet von Amnestie für diejenigen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen aufgelehnt und damit strafbar gemacht haben. Ja, das heißt also, er redet davon, jetzt sind wir mal gnädig mit denen, die eigentlich nur ihre Bürgerrechte wahrgenommen haben und die niemals verurteilt werden würden, wenn unser juristisches System und unser Rechtssystem nicht so pervertiert wären mittlerweile und der Rechtsstaat nicht so ausgehöhlt und ausgehebelt werde. Denn es ist das Recht jedes Menschen, seine Gesundheit zu verteidigen und dass zum Beispiel das Maskentragen nicht nur unnütz war, sondern massiv gesundheitsschädlich war, dass jetzt die Leute Plastikpartikel in den Lungen haben. Ja, die gleichen Leute, die also gegen Plastikpartikel im Meer sind, haben überhaupt kein Problem damit, dass die Leute Plastikpartikel jetzt in den Lungen haben, ohne zu wissen, was das auf die Dauer mit der Gesundheit der Menschen anrichtet. Die gleichen Leute, die die Kinder eingesperrt haben, von der Schule ausgesperrt haben, Lockdowns gemacht haben, unsere Jugend traumatisiert haben, ja, diese Leute erzählen jetzt was von Amnestie für diejenigen, die sich dagegen aufgelehnt haben. Ich kann da überhaupt, wie soll ich sagen, gar nichts Witziges dran finden. Ja, und Herr Müller war zu der Zeit immerhin Bürgermeister von Berlin und damit einer der Hauptverantwortlichen für diese menschenverachtende Politik. Also ich glaube nicht, dass das ein Nachgeben ist, auch kein letztes Aufbäumen, sondern das ist ein Versuch, wieselgleich irgendwie sich nochmal als Gutmensch zu gerieren, der er nicht gewesen ist. Ich darf hier an dieser Stelle auch aufrufen,
mein Video, das ich mit dem Markus vergangene Woche aufgenommen habe, zum Thema RKI-Files fleißig anzusehen, denn wie zu erwarten, wurde uns hier die Reichweite eingeschränkt. Aber nun ja, so ist das nun mal. Kommen wir gleich zum nächsten Thema, Markus. Ein Verfassungsrechtler, Volker Böhm-Nesler: Deutschland schlägt den Weg in den Überwachungsstaat ein. Der Präsident des Verfassungsschutzes nimmt jetzt sogar die Gedankenfreiheit ins Visier. In einer Pressekonferenz erklärt er öffentlich, dass der Verfassungsschutz auch mentale Grenzverschiebungen im Blick haben müsse. Es gehe auch um Denk- und Sprachmuster, die gefährlich seien. Jetzt muss man natürlich hier sehen, wir wissen beide, dass man mittlerweile zunehmend eingeschränkt wird, sowohl nach wie vor im privaten Denken als auch im geschäftlichen Umfeld. Da ist man ganz schnell auf der falschen Seite. Aber das Schlimme ist, dass hier nicht nur die Meinungsfreiheit mittlerweile auf dem Spiel steht, sondern auch die Gedankenfreiheit. Es kommt mir ja schon fast so vor wie so ein Science-Fiction-Film, wo man jetzt die Gedankenwelt noch kontrollieren möchte. Ich finde, das ist ganz ehrlich, die Gedankenfreiheit ist in einer Demokratie eine pure Selbstverständlichkeit. Das sollte überhaupt nicht zur Debatte stehen. Das ist eine Frechheit und eine Beleidigung für jeden vernünftigen und mündigen Bürger. Also, ich habe mich ja schon an anderer Stelle dahingehend geäußert, dass diese Ausführungen von Herrn Haldenwang nicht unter die Meinungsfreiheit fallen, jedenfalls nicht in seiner Eigenschaft als Chef dieser Behörde. Wenn es verfassungsfeindliche Denk- und Sprachmuster gibt, dann hat er sie geäußert. Und zwar deswegen, weil es ihn einen Dreck angeht. Ein Dreck, was die Bürger in diesem Lande denken oder aussprechen. Und zwar deswegen, weil unsere Verfassung uns dieses Recht zugesteht. Und unsere Verfassung gesteht uns dieses Recht nicht deswegen zu, weil irgendwelche Politiker der Meinung wären, sie hätten es uns gegeben, sondern weil das unsere unveräußerlichen Menschenrechte sind, Gedanken- und Meinungsfreiheit und Handlungsfreiheit zu haben. Herr Haldenwang sieht es anscheinend anders. Er ist besoffen von der Macht, die ihm verliehen worden ist, in seiner Eigenschaft als Chef dieser Behörde. Diese Trunkenheit, der er da erlegen ist, die wird aber ihr Ende finden, und das Erwachen wird, glaube ich, für diesen Mann sehr ungemütlich sein. Und zwar deswegen, weil er sich hier ganz klar in Opposition zu unserer Rechtsordnung stellt. Und das ist ein Amtsmissbrauch, der auch durchaus rechtliche Folgen nach sich ziehen kann, spätestens dann, wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr so ausgehebelt ist, wie das jetzt im Moment der Fall ist. Ja, man muss natürlich ja auch sagen, vor einigen Wochen sagte er, der Verfassungsschutz kann die Umfrageergebnisse der AfD nicht alleine senken. Schon das war eine unerträgliche Entgleisung, die eine sofortige Entlassung erfordert hätte. Ich denke, deutlicher kann man das nicht beschreiben. Ich bin auch der Meinung, dass heute jeder Mensch sich darüber Gedanken machen sollte, wie denn die Situation vielleicht in 5 Jahren aussehen kann, wenn wir uns nicht alle erlauben, den Mund aufzumachen und freiheitlich zu denken und uns auch nicht einschränken zu lassen in den Dingen, die wir sagen. Ich denke, Es ist Markus, du ganz stimmst mir klar, zu. wo stehen wir in 5 Jahren, wenn wir in dem Tempo die Bürgerrechte, die Menschenrechte und die verfassungsmäßige Ordnung dieses Landes weiter aushebeln lassen von den Linksradikalen, die an der Regierung sind. Dann werden wir in 5 Jahren sehen, dass im Grunde genommen die gesamte freiheitlich-demokratische Grundordnung abgeschafft ist. Ich kann vor dem Weiterbeschreiten dieses Weges nur warnen. Abschließend, kurz vor dem Ende unserer heutigen Sendung, möchte ich nochmal ein Thema ansprechen, das auch in den Kommentaren sehr häufig erwähnt wird, und zwar das geplante Demokratiefördergesetz. Ich habe mich damit mal ein bisschen befasst, weil es natürlich unsere Kanäle auch betrifft und weil es auch andere Kanäle immer verstärkt zu spüren bekommen, dass die Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird und dass hier natürlich kurz vor den Wahlagendas, jetzt kurz vor dem anstehenden Bundestagswahlen im nächsten Jahr, dass hier alles eingeschränkt werden soll, was nicht auf der grünen oder wir wollen es mal sagen, woken Agenda steht. Markus, wir werden hier in Kürze in unserer Sonntagsformat mal darauf eingehen, aber hast du dich auch damit befasst und was sind deine Lösungen oder was würdest du jetzt tun, damit man sowas noch irgendwie verhindern kann? Also, dass dieses Gesetz ein verfassungsfeindliches Gesetz ist und sich direkt gegen die grundgesetzliche Ordnung richtet, hat ja sogar der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schon festgestellt. Frau Faeser, die sich als Gegnerin unserer verfassungsmäßigen Ordnung aufgestellt hat, versucht trotzdem, dieses Gesetz durchzupeitschen und die Wirkung in einem Land, in dem vorauseilender Gehorsam leider
eine geschichtliche Tatsache ist, die bis heute nicht weggegangen ist, ist natürlich die, dass dann Institutionen, auch Online-Anbieter und so weiter, hergehen und Reichweiteneinschränkungen quasi auf Verdacht vornehmen. Das heißt also, die demokratischen Rechte und das Recht auf freie Meinungsäußerung und Verbreitung der freien Meinung in Wort, Bild und Schrift, so wie es uneingeschränkt von unserer verfassungsmäßigen Ordnung und unserem Grundgesetz garantiert wird, werden hier angegriffen. Es ist ganz klar so, dass hier an der Stelle Verfassungsklage geboten ist. Das heißt also, wir, die wir auch als Publizisten und, wie heißt es so schön, Medienschaffende, ja, direkt davon betroffen sind, haben auch das Recht, direkt dagegen zu klagen. Ich kann dazu nur aufrufen, dass sich die Geschädigten und die Angegriffenen, und das sind im Grunde genommen alle Bürger, zusammentun und eine ordentliche Klage in Karlsruhe einreichen. Und dann sehen wir mal weiter. Wenn schon der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages festgestellt hat, dass es verfassungswidrig ist, dann dürfte auch das Verfassungsgericht nicht viel Wahl haben, als dieses Gesetz dann zu annullieren. In der Zwischenzeit müssen wir uns mit diesen Einschränkungen irgendwie arrangieren und müssen versuchen, trotzdem kritische Meinungen an die Menschen zu bringen. Aber wir werden das mit Fantasie und mit Wegen, die die Politik nicht antizipiert, werden wir das schon schaffen. Markus, danke für deine Worte und vor allem auch vielen lieben Dank an die Zuschauer und Zuhörer, die unseren Kanal so supporten. Wir sind da sehr dankbar dafür. Markus, ich würde dir hier die Schlussworte übergeben. Und zwar, wir haben am Sonntag ein spezielles Format geplant. Um was wird es denn da gehen? Ja, wir haben am Sonntag ja unser Spezial. Und dieses Spezial wird sich mit der Frage der Rente befassen. Jeder weiß, dass die Rente nicht sicher ist. Oder um es im Blüm'schen Duktus zu sagen, sie ist nicht sicher. Ja, das Kettenbriefsystem der umlagefinanzierten Rente kommt jetzt an seine Grenzen und es steht eigentlich mathematisch irgendwann an, dass es nicht mehr funktionieren kann. Und zwar deswegen, weil Kettenbriefe halt eine endliche Lebensdauer haben. Ein Kettenbrief ist etwas, wo diejenigen, die nachrücken, diejenigen bezahlen, die vorher da waren, plus Zinsen. Ja, und das ist das, was dieses Rentensystem ja von uns fordert. Und wenn nicht genug mehr da sind, die nachrücken können und dann einzahlen, dann kommt das ganze System ins Rutschen und hat eben, wie gesagt, einen mathematischen Endpunkt. Der wird erreicht werden, wenn wir dieses Rentensystem einfach so weiterlaufen lassen wie bisher. Und die Frage stellt sich, was passiert in diesem Land, wenn das Rentensystem kollabiert? Die Altersarmut wird Ausmaße annehmen, die ganz unvorstellbar sind. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie kann ein Rentensystem reformiert werden? Welche Schritte sind dafür erforderlich? Kann man es denn reformieren? Und wie können wir eine Rettungsaktion starten? Mit welchem Geld könnten wir eine Rettungsaktion starten, die sicherstellt, dass es nicht zu einer Massenaltersarmut kommt? Und wie können wir die Anreizsysteme so verändern, dass ein neues Rentensystem, das wir dann errichten müssen, dieses Problem des Kettenbriefs vermeidet in Zukunft? Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ihr findet hier oben noch unsere letzte Sendung und ihr dürft euch auf Sonntag freuen. Es wird wie gewohnt online gehen. Bis bald.